Meghan Markle, ist das Leben ihres Vaters in Gefahr? Thomas Markle, fettleibig und Kettenraucher. Über den Vater von Prinz Harrys Verlobter, Thomas Markle SR, war bislang nicht allzu viel bekannt. Die 36-Jährige soll jedoch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren beiden Elternteilen haben. Doria Radlan und ihr Vater ließen sich scheiden, als Meghan gerade mal 6 Jahre alt war. Nun kam heraus, dass Tom Markle einen ziemlich ungesunden Lebensstil führen soll. Menschen aus dem Umfeld des 73-Jährigen sollen laut dem National Enquirer vermuten, dass er Kette raucht und sich extrem ungesund ernährt. Er soll zurückgezogen in der Stadt Rosarito an Mexikos Pazifikküste leben. Dorthin sei er geflohen sein, nachdem er $30.000 Schulden angehäuft hatte und den Offenbarungseid leisten musste. Wird er es zur Hochzeit seiner Tochter schaffen? Markle SR. Speiseplan soll ausschließlich aus Fastfood bestehen, außerdem rauche er wie ein Kamin, säße auf der Couch und schaue sich alte Filme im TV an. Der National Enquirer warf nun sogar die Frage auf, ob Meghans Vater die Hochzeit seiner Tochter noch miterleben wird. Verriet jetzt ein Insider dem Magazin. Mediziner schlagen Alarm. Der 1,93 Meter große Amerikaner soll fast 180 Kilo wiegen. Sein Haus auf einem Berg verlässt er offenbar nur, um mit seinem 98er Volvo zum Einkaufen zu fahren, meistens zum Supermarkt oder zu einem Fast-Food-Restaurant. So die Quelle. Oder er geht zu Karls Jr. Eine US-amerikanische Fastfood-Kette, und holt sich ein paar dicke Burger, Fritten und eine große Cola oder Käse aus. Alles, was er isst, trieft nur so vor Schmalz und Salz. Es sei kein Wunder, dass er so schwer ist, und sein sesshafter Lebensstil mache das Ganze nur noch schlimmer. Kürzlich soll er spät abends aus einem Laden gekommen sein, außer Atem und mit 3 Packungen Zigaretten in der Hand. Mediziner warnen, dass er sein Leben verkürzt und in Gefahr ist, einen Herzinfarkt zu erleiden, sollte er seinen Lebensstil nicht ändern.